Ich öffne als einer der ersten meine 100 Stardops. Doch was ich daraus ziehe, das siehst du jetzt. Trag gerne Code Bigspin im Shop für kostenfreien Support ein. Vielen Dank und wir gehen rein. Ich bin gerade aufgestanden und jetzt werden wir die 100 Stardops, die gerade ins Spiel gekommen sind, öffnen, Freunde. Wir verlieren keine Zeit, drücken direkt drauf, Freunde, und Abfahrt. Wir sind dabei. 100 Stardops gehen rein und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was wir ziehen. Okay, super selten, ja. Super selten wird auf jeden Fall natürlich zu Beginn schon mitgenommen, ist ja ganz klar. Und natürlich wollen wir auf jeden Fall hier was Gutes draus ziehen. Ich bin sehr gespannt, wie viele legendäre Stardops wir daraus auch bekommen. Wir hatten ja, muss man sagen, relativ Glück gehabt jetzt, ne? Also wir hatten auf jeden Fall schon ordentlich reingelackt mit den Stardops während des Events. Da hatten wir den einen oder anderen legendären. Bisher haben wir jetzt aber, oh, wow, es geht direkt los, Freunde. Der erste epische ist da und ich bin gespannt, was wir daraus ziehen. Und wir haben, okay, den Squeak Pin geht auf jeden Fall klar. Nehmen wir mit, gar keine Frage. Das ist auf jeden Fall okay, super selten direkt. Ja, passt, okay. Super selten ist, glaube ich, jetzt sogar der dritte, den wir geöffnet haben. Zack, den Kollegen mal ab. Ich hoffe, jetzt fragen nicht die ganze Zeit währenddessen Leute an. Das wäre ein bisschen ekelhaft. Ich habe nämlich nicht stören drin, Freunde. Ich bin wirklich genau online gekommen. Selten ist da. Okay, let's go. Und wir haben 25 normale Powerpoints. Okay, bisher nur einmal episch. Super selten am Start. Auch den werden wir öffnen. Ihr könnt übrigens jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon die Stardops geöffnet habt, was ihr daraus gezogen habt, Freunde. Wir werden das Ganze auf jeden Fall auch noch auf verschiedenen Accounts machen. Dementsprechend könnt ihr euch darauf natürlich freuen. Bisher einmal episch, der Rest war selten oder super selten. Also wir haben bisher jetzt nicht wirklich unfassbar viel Glück gehabt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die 25 werden wir aber natürlich auch mitnehmen. Und was wir natürlich am ehesten jetzt brauchen, ist vor allen Dingen, wir haben noch 5 Brawler zu ziehen und die sind alle 5 mythisch. Dann können wir natürlich auch sehr, sehr gut... Oh mein Gott, let's go, der erste Legendäre. Ja, da ist das Ding. Ich weiß nicht, wie viele wir geöffnet haben. Es müsste so um die 12 oder sowas sein. Und da ist der erste Legendäre, Freunde. Let's go, nach 12 Stück bereits. Und das Luck könnte sich durchziehen. Wir drücken drauf. 3, 2, 1 und bitte den Brawler, bitte den Brawler, bitte den Brawler. Okay, ey, alles gut. Maddie Star Power wird auf jeden Fall auch mitgenommen. Ich glaube, die ist gar nicht bad. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Alter, stell euch einfach vor, Back-to-Back. Wie krass wäre Back-to-Back legendär gewesen. Aber ihr habt es gesehen. Von selten einfach auf legendär. Und das ist schon mal der erste. Und wir könnten jetzt halt wirklich, wenn das irgendwie auch nur im Ansatz so weitergeht, gigantisch reinlacken, ne? Wir haben jetzt schon einen legendären, Freunde. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht der einzige bleiben wird. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Was wir brauchen, ist natürlich vor allem die Brawler, ganz klar, und auch Gold. Gold wäre auch sehr, sehr mächtig, weil wir gerade ja dabei sind, unseren Account komplett zu maxen. Und Gold ist da sogar noch wichtiger als die Powerpunkte, die wir bisher eingesammelt haben. Und ja auch immer mit unseren 20.000 Gems, die wir von Supercell bekommen haben, im Shop kaufen. Ihr könnt übrigens diesen Kanal jetzt gerne abonnieren, denn hier gibt es tatsächlich täglich einen geilen Brawl Stars Content. Wir machen Rang 35 Pushes, wir machen solche Openings, wir machen News zu Brawl Stars. Also sehr, sehr gerne das Ganze abonnieren. Was interessant ist, ist die Tatsache, wir hatten bisher noch keinen einzigen mythischen. Also mythisch ist bisher noch gar nicht passiert. Das finde ich durchaus sehr, sehr wild, muss ich sagen. Hatte ich mir eigentlich jetzt nicht so vorgestellt, weil ich hatte mal auch längere Zeit immer mal wieder mythische am Start. Jetzt haben wir, also gefühlt haben wir auch, ich habe 2 epische jetzt bekommen oder 3 und halt einen legendären direkt. Super selten und selten ist schon sehr, sehr, sehr präsent auf jeden Fall. Und wir haben die 100 Münzen. 100 Münzen sind da. Münzen nimmt man, wie gesagt, immer mit. Ganz klar, brauchen wir für unseren Account auf jeden Fall. Powerpunkte haben wir jetzt schon 75.000. Auch da werden wir natürlich etwas mehr wahrscheinlich sogar noch brauchen. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. 100 Münzen, super. Die nehmen wir mit. Wieder ein episch. Oh, und da ist doch der erste mythische. Und damit haben wir doch alle Seltenheiten. Und das Krasse ist, zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit könnten wir jetzt sogar hier noch einen mythischen Brawler rausziehen. Und das wäre sehr heftig. Aber es ist ein Pin. Ist okay. Wird mitgenommen. Gar keine Frage. Da wollen wir uns natürlich nicht beschweren. Auch hier wird natürlich wieder der Kollege mitgenommen. Let's go. Auch hier plus 25 Powerpunkte. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wir noch ziehen werden. Es kann auch sein, dass wir
Ja, vielleicht sogar noch den einen oder anderen legendären ziehen. Es wäre auf jeden Fall richtig geil, zumindest noch ein Legi zu ziehen und vielleicht noch ein paar epische und mythische. Aber so oder so, egal wie viel Pech wir haben, wir kriegen unfassbar viele gratis Belohnungen und das boostet natürlich unseren Account so oder so. Auch wenn ihr Pech habt, ihr müsst euch halt einfach überlegen, das alles hier ist gratis. Egal, was eure Kollegen gezogen haben, ihr bekommt es einfach gratis dazu. Und die Aktion ist so oder so, egal wie viel Pech ihr habt, unfassbar geil. Und ich wünsche mir, das würden sie auch in anderen Spielen so krass machen wie in Brawl Stars. Okay, wieder selten, ja. Jetzt haben wir schon einige seltene hintereinander. Ich sitze einfach gerade auch im Schlafanzug, so im Pyjama-Unterteil, weil ich einfach gerade aufgestanden bin und direkt gesehen habe, Stardoms, zack, direkt an dem PC und natürlich jetzt öffnen. Okay, super selten. Ah, okay. Okay. Jetzt hatten wir eine längere Phase, wo wir nicht so viel gezogen haben. Aber natürlich ist alles hier noch drin. Let's go. Wieder selten. Zack. Der nächste kommt. Super selten. Episch. Komm. Ah, ich dachte vielleicht so, komm. Es wäre halt so geil, so, weißt du, wenn du in einer Streak einfach so hoch gehst. Wenn er sich bei jedem mal upgradet, das wäre schon sehr episch. Aber wir haben den Cockpit. Okay, gut. Ja, Pin nimmt man auf jeden Fall mit, ganz klar. Im Prinzip das Gleiche, was wir aus dem Mythischen bekommen haben. Nächster Star-Drop ist da. 25 kommen rein. Weiter geht's. Selten wieder. Okay. Seltener Star-Drop. 50 Münzen. Auch das episch direkt. Let's go. Oh, ich hab mich so... Ah. Ich glaube, er kann sogar auch von episch dann direkt theoretisch auflegen, der springen. 500 XP Verdoppler, okay, werden mitgenommen, auch wenn ich mir da schon einige neulich im Shop gekauft hatte. Aber jetzt hatten wir ein paar epische. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie vielen Starlos sind, ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, wir könnten jetzt schon bei so um die 30 ungefähr sein, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir haben den nächsten seltenen, let's go, super selten ist da, Abfahrt. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Selten, Alter, es wäre so geil, wenn wir einfach noch einen legendären ziehen, ne? Ich glaube, bisher... Boah, wir hatten echt viel Glück, der Legendäre ist früh gekommen, aber jetzt haben wir auch seit einer Weile ein bisschen Pech, ne? Und aus dem Legendären haben wir jetzt auch keinen Hypercharge gezogen, wobei ich glaube, wir können sowieso relativ wenige Hypercharges noch ziehen. Auch keinen Brawler, wobei ich da ja erst vor einer Weile Mac gezogen habe aus einem Legendären. Dementsprechend will ich mich da auch gar nicht beschweren, weil das ist unfassbar unwahrscheinlich, aber... Wir haben jetzt hier, okay, 50 Powerpoints, auch die werden natürlich mitgenommen, let's go. Oh, noch so ein legendärer, ne, noch so ein legendärer. Also da muss ich wirklich sagen, das würde ich fühlen, das würde ich extrem fühlen, selten. Also ich klicke die immer so, ich erwarte bei jedem Mal, dass sich das Ding einfach so umdreht oder besser gesagt besser wird. Aber es passiert nicht, es passiert gerade nicht, es passiert gerade nicht, Freunde, nochmal selten, okay. Alter, okay, das wusste ich wiederum nicht. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt Bling bekommen. Ich meine, 20 Bling sind jetzt nicht viel, aber auf jeden Fall auch okay. Let's go. Super selten. Auch hier wird natürlich wieder mitgenommen. Let's go. 100 Mal das Ganze. Super selten. Auch wieder drin. Zack. Let's go. Auch das nehmen wir natürlich mit. Wieder einmal 50 Powerpunkte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe komplett den Überblick verloren. Es wäre sehr, sehr geil gewesen, wenn sie oben so eine... Marke gemacht hätten. Wir haben übrigens noch 3 Accounts, auf denen ich die 100 Startups auch habe. Ja, also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sehen wollt, wie ich sie auf den 3 Accounts vielleicht auch in einem Video öffne, dass wir da ein 300 Startups Opening noch einmal machen, Freunde. Ich weiß, andere haben oder ihr habt vielleicht sogar auch noch mehr Accounts, aber ich denke mir, das reicht durchaus erstmal für das Event. Mir zumindest reicht es dicke aus. Wieder super selten. Okay, auch der wird mitgenommen. Zack, 100 Münzen wieder da. Jetzt ist hier wirklich sehr viel selten und super selten gewesen. Ne? Also das ist auf jeden Fall gerade 50 Münzen, okay. Oh, super selten. Na, komm. Episch, auch gönn doch zumindest episch. Komm, gönn doch episch. Mensch. Super selten ist natürlich auch okay. Es sind die 100 Münzen, Freunde. Und der nächste. Oh, Freunde. Und wir haben noch 2. 2 Möglichkeiten sind noch da für den legendären. Ah, schade. Mythisch ist aber auf jeden Fall auch okay. Auch der wird natürlich mitgenommen von Let's Go. Okay, Powerpunkte 200 nimmt man mit. Selten. Ja, selten und selten. Das ist okay. Jetzt haben wir, glaube ich, insgesamt 2 mythische und einen legendären gehabt. Also von den deutlich selteneren hatten wir insgesamt jetzt 3 Stück. Und ich habe, wie gesagt, absolut keinen Überblick mehr, wie viele wir tatsächlich gerade geöffnet haben. Wieder selten.
Ich weiß nicht, was auch eure Taktik ist, in Anführungszeichen, ne? Weil natürlich jetzt hier die große Frage auch durchaus sein kann, ob man da dann irgendwie derjenige ist, der schneller durchklickt oder so wie ich das richtig schön genießt. Es ist ein epischer, es ist ein epischer. Ich habe das Gefühl, immer wenn relativ am Anfang die Seltenheit sehr krass wird, so episch oder mythisch, dann gibt es irgendwie lange kein Upgrade mehr. Das ist so ein bisschen meine Bilanz. Jetzt haben wir hier den nächsten Seltenen. Let's go. Auch der wird natürlich mitgenommen. Okay, selten. Abfahrt. 50 Münzen. Und nächster. Auch wieder selten. 25 Powerpunkte. Okay. Selbst das. Stellt euch vor, wir öffnen einfach 100 Stardrops und wir kriegen nur seltene. Da kriegen wir zum Beispiel 5000 Münzen, was auf jeden Fall auch ordentlich ist, ne? So for free kann man das auf jeden Fall auch mitnehmen. Oder halt 2500 Powerpunkte. Also das ist auf jeden Fall schon nicht verkehrt, selbst wenn man maximal Pech haben sollte. Und wir hatten ja schon eine Star Power und den einen oder anderen Pin. Epic, let's go. Der wird natürlich auch geöffnet. Oh, Alter, ein Skin. Okay, na gut. Also der, da bin ich jetzt ehrlich, ist nicht mein Favorite Skin, aber ich will mich nämlich nicht beschweren. Ne? Der Primo zum Beispiel ist ein deutlich cooleres Skin, aber den gibt es ja noch nicht von der Serie leider. Aber ein Skin, ich meine, aus dem epischen Skin ist auf jeden Fall, glaube ich, auch gar nicht mal so wahrscheinlich. Deswegen ist das schon sehr, sehr cool. Selten, wir haben Münzen, zack. Okay, nehmen wir mit, zack und zack. Also ich sag ehrlich so, ein Legendärer wäre schon ein bisschen ernüchtert. Da wäre es schon sehr, sehr geil, wenn wir ein bisschen mehr noch ziehen würden. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, bei wie vielen wir sind. Ne? Es kann sein, dass es innerhalb der nächsten 10 einfach endet. So, ich habe absolut keinen Überblick. Aber, oh, 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 oh. Oh, schade, 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 schade. Zweimal Upgrade, dann nicht mehr, aber mythisch. Alter, und das ist geil. Das, meine Freunde, ist geil. Durch Ricos nächste Hauptattacke wird er um 230 Trefferpunkte pro Abpraller eines Projektils geheilt. Ich weiß nicht, ob die so geil ist. Aber wir nehmen sie mit, ne? Ganz klar, Gadget aus dem Mythischen kann man sich absolut nicht beschweren. Das ist definitiv sehr, sehr cool. Vor allem, weil die Gadgets ja auch alle Gold kosten und das im Prinzip 1000 Gold wären. Und man würde ja sonst nur 500 bekommen, deswegen ist das hier eigentlich absolut super. Selten nehmen wir mit, auch das ist gut, let's go. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob wir auf YouTube irgendwo von irgendjemandem bei diesem Event einfach mal die 100 Stardrops in der legendären Seltenheit sehen werden wollen. Da bin ich auf jeden Fall auch ultra gespannt, denn das kann natürlich theoretisch passieren. Ne? Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Jetzt haben wir hier selten wieder. Okay, das ist auch in Ordnung. Let's go. Der nächste kommt direkt rein. Selten, zack. Das ist okay. Okay, super selten. Ja, vielleicht nochmal ein epischer. Ne? Schade, kein epischer mehr. Zack, wird natürlich auch geöffnet. Und ich bin jetzt echt gespannt. Ich glaube, das müssten jetzt schon so die letzten irgendwo vielleicht 20 oder sowas sein. Könnten auch die letzten 10 sein. Oder vielleicht sogar noch weniger. Ich habe wirklich null mitgezählt. Aber gerade das macht auch so ein bisschen auf jeden Fall den Reiz aus. Selten ist wieder da. Let's go. Auch der wird mitgenommen. Vielleicht sind es auch noch mehr. Ich habe keinen Plan. Könnten auch erst vielleicht 60 sein, die wir geöffnet haben. Wir werden es aber auf jeden Fall gleich sehen, Freunde. Let's go. Powerpunkte werden auch nochmal mitgenommen. Selten, selten, selten und selten. Okay, zack. Auch die Münzen nehmen wir natürlich mit. Hier wieder selten. Und auch das mit 100 XP Verdopplern. Oh Gott, let's go. Schade. Aber ist okay. Episch wollen wir uns nicht beschweren, wie so oft, Freunde. Und wir bekommen, okay, einen Gas-Spray. Selten, selten, selten und selten. Okay, es sind die 25. Wir hatten bisher 3 epische und einen legendären. Jetzt wäre es doch sehr, sehr geil, wenn einfach nochmal so ein legendärer reinpflanzt. Ich meine, ich hatte unverschämt viel Glück in den letzten Wochen, das muss man einfach sagen. Deswegen ist es natürlich nicht unbedingt jetzt so unfassbar wahrscheinlich, dass wir jetzt hier auch nochmal reinlacken. Aber man darf ja hoffen. Man darf ja hoffen, ganz klar. Wir werden super selten. Oh, na, schade, wieder super selten, okay. 50 von den normalen Powerpunkten, okay. Selten, selten, selten und selten, zack. Auch das wird natürlich mitgenommen. Und wie gesagt, so oder so, Gratisbelohnung, absolut geil. Es boostet so oder so eben wirklich unseren Account gut hoch, das muss man ganz klar sagen. Und wir bekommen die nächsten 50 Powerpunkte für beliebige Brawler. Let's go. Oh,
Und da haben wir ihn. Let's go. Der nächste Legendäre ist da, Freunde. Wir gehen rein. 3, 2, 1 und go. Wir drücken drauf. Abfahrt. Und wir be... Halt's Maul. Alter, okay. Schmus, ich dachte ganz kurz, es ist ein Brawler, weil ich halt 5 Stück noch nicht hatte, aber ein Skin wird auf jeden Fall auch mitgenommen, wo wir mit denen wahrscheinlich auch sogar aus einem mythischen oder einem epischen hätten ziehen können. Aber ist okay. Ich persönlich feiere ja das Krokodilstu extrem, aber will mich natürlich nicht beschweren, Alter. Wie krank wäre jetzt Back-to-Back legendär gewesen? Wir haben epischen, let's go. Und wir bekommen, 200 Münzen. Das ist sogar, glaube ich, so mit die beste Belohnung, die wir daraus überhaupt bekommen können, mythisch. Oh mein Gott, Digga, okay, das ist krank. Also, legendär, into episch, into mythisch ist sehr, sehr heftig. Abfahrt. Alter, wieder ein Skin. Okay, es ist der... Ich hatte gehofft, es ist der andere Chester-Skin, aber es ist okay. Wir haben jetzt 3 seltene Skins gezogen und für Chester hatte ich noch keinen Skin. Deswegen werden wir den natürlich auf jeden Fall auch mit Kusshand. Mit Kusshand werden wir den mitnehmen, Freunde. Jetzt hat sich das Ganze wieder normalisiert. Jetzt haben wir wieder einen seltenen Eve-Credits. Da seht ihr, 5 mythische sind noch freischaltbar für mich. Und dann bin ich auch, oder habe ich tatsächlich auch alle Brawler nach 1000 Tagen Pause wieder, Freunde. Nachdem ich ja vor einigen Monaten erst selber wieder angefangen habe zu spielen. Selten, selten, selten und selten. Wie gesagt, jetzt mit 2, ich glaube mit 2 Legendären liegen wir so ungefähr im Durchschnitt, schätze ich zumindest, ne? Also dementsprechend will ich mich jetzt hier absolut gar nicht darüber aufregen oder sonst was. Wir haben guten Stuff bisher auf jeden Fall gezogen. Vielleicht ist ja jetzt auf dem Ende noch ein dritter Dom mit ganz viel Glück, Freunde. Das könnte auf jeden Fall sehr, sehr geil werden. Aber, episch, okay. Eben hatten wir auch im letzten... Von episch auf legendär. Wir bekommen die XP-Verdoppler. Und wie gesagt, ich habe absolut keinen Überblick, wie viele es noch sind. Kann sein, dass es jeden Moment endet. Kann sein, dass wir noch ein paar zu öffnen haben. Ich habe absolut keinen Plan, Freunde. Aber jetzt auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben und auch ein Abo dalassen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Und ihr in Zukunft mehr Brawl Stars Content, vielleicht auch nochmal das ein oder andere Opening. Wie gesagt, ich habe noch 3 weitere Accounts mit über 400 Trophäen hier sehen wollen. Das war's, das war's. Damit sind wir am Ende. Damit sind wir am Ende, Freunde. Fazit ist tatsächlich, wir haben... 2 Legendäre bekommen, Freunde. Aus diesen 2 Legendären. Hier haben wir dann natürlich auch nochmal einen zufälligen Startup, den wir... Alter, stellt euch vor, jetzt nochmal Legendär. Stellt euch vor. Es ist nochmal episch, Freunde. Es ist nochmal episch. Auch der wird natürlich mitgenommen. Und wir bekommen es, du, Freunde. Aber ihr habt gesehen, 2 Legendäre. Ich glaube, 4 oder 5 mythische und zahlreiche epische, die wir auf jeden Fall bekommen haben. Belohnungen so oder so. Sehr krass. Jetzt bin ich sehr gespannt, wer tatsächlich die 100 legendären Startups bekommt und was ihr gezogen habt. Danke fürs dabei sein. Bis dann. Ciao.